Jubel, Trubel, Heiterkeit. Berlin steht an diesem Wochenende mehr als Kopf, nicht nur wegen des DFB-Pokalfinals, sondern auch bei den Tackles der Adler verliert man jegliche Orientierung. Die mussten sich gestern Abend nach starker erster Halbzeit gegen die Meister von den New Yorker Lions Braunschweig 7:33 geschlagen geben. Nicht weniger rasant ging es heute weiter. Beim Garmin Veloton peitschten nach dem Jedermannrennen die Profis durch die Stadt. Das Rennen gespickt mit Stars, einem packenden Schlusssport und dem besten Ende für Ramon Sinkeldam vom Team Giant Alpecin. Der Niederländer gibt dann im Juli sein Debüt bei der Tour de France. Really great. Wirklich großartig. Gewinnen ist immer spitze und das an einem schönen Tag mit gutem Wetter auf einer Strecke durch die Stadt, das ist ein gutes Gefühl. In der City wurde nicht nur in die Pedale getreten, auf dem Alexanderplatz wurde auch fleißig Basketball gezockt. Die Kinder plus Sport Basketball Academy hat es sich zum Ziel gemacht, Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern. Beim Weltspieltag konnten die Youngsters ihr Talent am orangenfarbenen Leder testen. Wer die Grunddisziplinen Werfen, Passen und Dribbeln erfolgreich bestand, durfte sich über ein Trikot freuen. Wir bewegen Kinder, das ist unser Motto und das ist unser Versprechen. Wir wollen Kinder für den Sport begeistern und ganz besonders für unsere Lieblingssportart, für den Basketball. In der Max-Schmeling-Halle ging es äußerst elegant zu. Beim 15. Berlin-Masters der rhythmischen Sportgymnastik trat neben der internationalen Elite auch die deutsche Nationalmannschaft an. Also für uns Berliner ist es eigentlich der Höhepunkt. Wir profitieren sehr von diesem Wettkampf. Wir kriegen dadurch sehr viel Nachwuchs und einfach ist es wunderschön, die Weltelite bei sich in der Stadt zu haben. Mehr von der RSG und vor allem von der Berlin Sports League seht ihr wieder morgen. Da gibt es die ersten Bilder vom Wake Masters, was übrigens noch bis Ende der Woche in Tempelhof steigt. Außerdem News aus dem Easy Box Gym und jede Menge Tischtennis. Hauptstadtsport TV, so sportlich wie die Sportmetropole Berlin. Klickt rein!